Heute befinden wir uns im Außenbereich in der Wasservorstadt von Tittmoning. Nämlich hier ist eine Kapelle schon seit alter Zeit errichtet worden. Ursprünglich war es ein Holzbau, aber dann in der Barockzeit kam diese Kapelle hierher. Wir wissen nicht genau, wann sie errichtet worden ist, aber diese Kapelle, sie zeigt uns zwei Heilige. Nämlich zum einen den heiligen Nikolaus, den wir auf der Seite sehen, in einer barocken Figur. Und ihm gegenüber sehen wir den heiligen Sebastian, hier sogar mit Königsornat. Der heilige Sebastian, er steht deswegen hier, weil hier der Zugang zum Pestfriedhofbereich war. Und darum, und auch das Leprosenhaus war hier, und darum steht er hier. Aber diejenigen, die für die Schifffahrt an der Salzach zuständig waren, sie haben den heiligen Nikolaus in besonderer Weise verehrt. Und dieser heilige Nikolaus, er ist ja der Patron der Schiffer und darum sind wir ihm gegenüber. Diese beiden barocken Figuren, sie haben sich hineingeschmuggelt in die Kreuzigungsgruppe. Denn ursprünglich war hier dieses gotische Kreuz mit der Gottesmutter Maria und dem heiligen Johannes. Aber ich finde diese Darstellung trotzdem sehr passend, denn jeder von uns steht unter dem Kreuz. Jeder von uns darf sich zu Maria und Johannes hinzugesellen, die beim Leiden Jesu zugegen waren, denn er ist ja für uns gestorben. So dürfen wir heute an diesem Abend auch beten. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht. Hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch an diesem Abend und in dieser Nacht der gute und der treue Gott. Es segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hinzufügen möchte ich noch, dass unsere Stadt diese Figurengruppe renovieren hat lassen. Und da bin ich ihr schon recht dankbar, dass sie auch für den Erhalt unserer Heiligtümer eintritt. Aber jetzt wollen wir wieder singen. Wir sind getauft auf Christi Tod und auferweckt mit ihm zu Gott. Uns ist geschenkt sein Heiliger Geist, ein Leben, das unsere Zukunft weist. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Für dich gut. Bis morgen.